Ja, Mingalaba, hi, hallo und herzlich willkommen bei Narzissmus verstehen. Mein Name ist Marie und heute geht es um das Thema, ich habe es genannt, verwirrende Monologe von Narzissten, so anstrengend. Es geht darum, dass Narzissten sehr oft sehr extreme Monologe halten. Was meine ich eigentlich damit? Über welche Themen und in welchen Situationen führen sie die Monologe? Was ist das Besondere an den Monologen? Was wollen Sie damit vielleicht erreichen? Und auch, ja, was könnt ihr machen, wenn so ein Monolog startet oder immer wieder begonnen wird, um damit umzugehen oder um euch eben auch abzugrenzen? Am Ende, wie immer, auch drei Fragen, die ihr euch ganz persönlich selbst stellen könnt. Wie ihr wisst, Narzissmus ist für mich persönlich nicht schwarz, auch nicht weiß. Und es geht hier auch absolut nicht ums Bashing von Narzissten. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal Narzissmus verstehen, dann seid ihr quasi immer auf dem Laufenden. Aber erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Natürlich ist es so, wenn man sich mit Menschen irgendwie connecten will, wenn man mit ihnen im Austausch sein will, dann braucht man schon einen Dialog und keinen Monolog. Und es ist aber so, dass man natürlich auch Momente hat, wo man einfach mal erzählt. Wo man einfach vielleicht auch mal am Stück ganz viel erzählt. Vielleicht, wenn man etwas total begeistert. Vielleicht, wenn man sich über etwas total ärgert. Klar, das kommt vor, das ist auch gut so. Aber es gibt durchaus bei Narzissten sehr oft, wie ich finde, so Monologe, die ja sehr oft vorkommen in einer ganz besonderen Art. Oft auch zu immer ganz speziellen Themen. Und da ist es wirklich unglaublich schwer, wie ich finde, oftmals so das zu erkennen und eben auch damit umzugehen oder sich eben auch da abzugrenzen. Was meine ich eigentlich damit? Ich habe wie immer mal so ein paar Beispiele für euch, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Das erste Beispiel ist, man sitzt zusammen auf dem Sofa mit dem Partner und immer wieder beginnt er ein Monolog zum Thema Quantenphysik. Kann man machen, vielleicht interessiert er sich auch dafür, aber es sind Monologe, die nicht irgendwie mal 5 Minuten gehen, die mal eine halbe Stunde gehen. Das sind Monologe, die mitunter eine halbe Stunde, Stunde, manchmal stundenlang einfach gehen, die auch sehr verwirrend sind. Also man kommt von kleinen Teilchen über das große Ganze, enden vielleicht sogar darin, dass ein eigenes experimentelles Labor irgendwo eingerichtet werden soll zu Hause. Und man selber sitzt vielleicht auf dem Sofa, findet das am Anfang noch vielleicht ganz interessant. Aber es wird so, dass sich das immer durchzieht eigentlich die ganze Zeit. Man gar nicht mehr in Ruhe seine Netflix-Serien sich reinziehen kann. Sondern immer wieder auch ihm die volle Aufmerksamkeit schenken soll in dem Bereich und auch keine Fragen stellen soll. Es kann auch einfach sein, dass es um das Thema Politik zum Beispiel geht. Ja, die Narzisstin sich stundenlang zum Thema Politik irgendwie aufregt, äußert und das aber wirklich in epischer Breite, auch sehr oft schwankend und sehr extrem und entwertendes Gegenüber. Die anderen haben keine Ahnung, die wissen überhaupt gar nicht, was sie tun und sie regt sich unglaublich auf in einem stundenlangen Monolog. Oder es ist so, dass der Narzisst sich irgendwie für das Thema, ist immer Psychologie irgendwie interessiert und da wirklich ja stundenlange Vorträge irgendwie hält und das Ganze auch wirklich in Schachtelsätzen verpackt. Versteht mich nicht falsch, Schachtelsätze sind nicht immer narzisstisch, ja, aber wirklich Sätze und ja, und dann kommt das Phänomen, was eigentlich bei allen noch gleich ist, man am Ende eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiß, was gesagt worden ist, während der ganzen Zeit, auch nicht mal mehr einzelne Punkte und man einfach auch sehr verwirrt ist. Das ist, wie ich finde, immer ein Phänomen dieser Monologe. Auch das muss nicht immer sein. Nicht immer weiß man, wenn man irgendwie eine Stunde jemandem zugehört hat, selbst wenn ihr ein Video von mir schaut, gibt es auch einfach Videos, wo ihr vielleicht sagt, Mann, was hat Marie da eigentlich am Anfang gesagt? Oder dass man ja da erstmal gucken muss, es hilft durchaus dann natürlich auch manchmal nachzulesen. Aber Narzissten ist es wirklich die totale Verwirrung. Und das lässt einen dann oftmals sehr, mit sehr, sehr, sehr viel Fragen einfach auch zurück, die man dann eigentlich auch nicht ganz klar abschließend klären kann. Ja, was macht diese narzisstischen Monologe, wie ich es jetzt einfach mal nenne, eigentlich aus? Ich habe da einfach mal so 4 Punkte für euch zusammengestellt, der Thematiken und auch der Art und Weise, wie sie geführt werden, was sie oftmals ausmacht. Aber auch da, nicht, weil jemand einen Monolog führt und das mal macht, ist es auch gleich narzisstisch oder ein Narzisst, sondern es sind einfach Sachen, die mir aufgefallen ist an einzelnen Punkten.
Das erste ist, es betrifft sehr oft Themen, bei denen sie irgendwie, ja, die bei ihnen selber ein hohes Ansehen haben und bei denen sie selber auch, ich sag mal, die Nase vorne haben wollen. Das sind oftmals Themen wie Geld, das sind oftmals Themen wie Wissenschaft. Das heißt, der Narzisst ist es ja sehr oft so, dass ihnen sehr wichtig ist, dass sie ein gutes Ansehen von außen haben. Intelligent, smart zu sein, ist für sie mit das Allerwichtigste. Möglichst ja ein hohes Ansehen von allen, dass sie glauben, Mann, der ist ja sehr smart, ist ja vielleicht, oder das wollen sie auch, das, vielleicht hochbegabt, sogar sehr intelligent. Das ist ein Bild, was sie sehr gern nach außen vermitteln wollen. Deswegen finde ich, schnappen sie sich oftmals einfach dann Themen, über die sie auch Monologe halten, wo natürlich das Gegenüber, ich meine Quantenphysik, hat jetzt nicht jeder die Ahnung, kann man natürlich auch viel dazu sagen, ja, ist schwer zu belegen, oder einen Gegenbeweis oder einfach ein Argument zu liefern, was valide ist, und demjenigen zu begegnen. Und für sie selber ist es dann so, dass sie nach außen damit diesen Themen einfach wirken wollen. Und es kann durchaus ja auf den ersten Blick auch sehr, ja, bedeutend quasi wirken. Das zweite ist, es sind oftmals sehr aggressive Monologe, wie ich finde. Sie steigern sich oftmals rein. Sie führen sie oft auch in Situationen, wo das Gegenüber echt nicht entkommen kann. Ich meine damit, ihr sitzt irgendwo auf einer Veranstaltung an einem Tisch und habt neben euch so eine Person sitzen und die quatscht echt auf euch ein und ohne Punkt und Komma. Also ihr könnt überhaupt nicht aufstehen und euch was zu essen holen, sondern sie sind wirklich so, dass sie überhaupt gar nicht aufhören, auf euch einzureden und mit euch da irgendwie in einen Dialog zu treten, sondern es ist wirklich ein ständiger Monolog. Oder ihr seid, weiß ich nicht, bei eurem Chef irgendwie im Büro und der hört echt nicht auf euch einzureden. Ihr wollt schon längst sie nicht Feierabend gemacht haben, ihr habt noch andere Sachen auf dem Schreibtisch liegen und er echauffiert sich, er wird sehr, ja, er steigert sich da auch fast in dieses Thema rein, auch sehr verwirrend manchmal rein und ihr fragt euch, was ist das eigentlich, ja? Dann das dritte ist das Thema Kritik oft auch. Andere werden ja ins Lächerliche gezogen, wenn sie irgendwie Kritik üben. Sie entwerten andere Menschen auch sehr oft, auch wenn sie in ihren Monologen irgendwie sind. Also da werden andere sehr oft runtergemacht, entwertet. Dann sagen sie, eh keine Ahnung, das ist noch die offensive Methode. Manchmal arbeiten sie mit dieser Ironie, ja, diesem Witz, der ja überhaupt gar kein Witz ist, ja. Und entwerten den anderen dann irgendwie in seiner Art. Und diese Sätze als vierten Punkt eben, keine Ahnung haben, auf Kritik so aggressiv zu reagieren, das ist eben auch das, was sie in dem Punkt einfach, wie ich finde, sehr oft diesen narzisstischen Monologen irgendwie ausmacht. Ja, Monolog statt Dialog, das habe ich euch ja eben erzählt. Ich meine, wenn man irgendwie mit anderen Menschen zusammenlebt, wenn man wirklich zu ihnen eine Verbindung aufbauen will, das macht man natürlich nicht immer. Es gibt auch Smalltalk, da will man gar keine große Verbindung zu jemand anders aufbauen. Und unterhält man sich einfach mal, sagen wir, oberflächlich, da erzählt man vielleicht auch einfach mal einen Monolog. Aber ja, wenn man das so oft macht, ist ja immer die Frage, was steckt eigentlich denn dahinter? Immer dauerhaft, sehr oft und sehr aggressiv, wie ich eben auch gesagt habe, mitunter diese Monologe zu führen. Ich habe da mal 6 Punkte, wie ich finde, wie ich mir erkläre, einfach für euch zusammengestellt. Das erste ist eben keine Verbindung zum Gegenüber. Ich habe euch das ja eben gesagt. Ich meine, wenn es ein Dialog ist, sind da 2 Leute und die unterhalten sich, die tauschen sich aus. Die haben dann irgendwie, ja, es entsteht eine Verbindung irgendwie. Man hört die Meinung des anderen. Das ist ja schon etwas, was auch mit dem Inneren sich öffnen zu tun hat. Vielleicht eine Verletzlichkeit auch mal einzugestehen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist natürlich etwas, was bei Narzissten ja überhaupt gar nicht in Frage kommt. Warum? Sie haben einen sehr geringen Selbstwert. Und deswegen ist es natürlich so, wenn man sich dann öffnet, angreifbar zu sein, das kann das Innere natürlich auch sozusagen erschüttern. Das möchten sie auf jeden Fall dann auch vermeiden. Dann ist es oft so, dass sie natürlich auch gerne Verwirrung stiften, auch in diesen Monologen, die sie machen. Ich habe euch eben erzählt, sehr oft ein Widerspruch irgendwie, wo man dann erstmal denkt so, wenn man sich durchschaut hat, was ist das denn? Habe ich das gerade falsch verstanden? Ja. Und das ist natürlich etwas, was sie oftmals auch mögen, weil sie merken, das andere wird vielleicht gegenüber wird unruhig, die Person, ja, aufgewühlt, denkt sehr nach. Das sind einfach Emotionen, die Narzissten einfach sehr oft, sehr gerne bei dem Gegenüber auslösen, einfach um ihre narzisstische Zufuhr, die sie ja brauchen, auch zu bekommen. Dann ist das dritte, was ich eben auch schon gesagt habe, sie wollen einfach sehr oft smart wirken. Sie wollen sehr eloquent nach außen wirken,
ich sag da mal so, Angriff ist die beste Verteidigung in dem Sinne, dass man einfach erstmal lospoltert, rauspoltert, Sachen erstmal darstellt, ja, präsentiert, sagt, Wissen, scheinbares Wissen irgendwie so nach außen poltert. Und da wollen sie natürlich die anderen mit beeindrucken und mitunter auf den ersten Blick schaffen sie das manchmal auch. Da kommen wir zum nächsten Punkt, diesen Beeindrucken, also Beeindrucken von Gruppen. Das ist auch oftmals so, kann man manchmal auch beobachten, dass sie in Gruppen dann einfach sehr gerne, je nachdem, wie sie einfach von der Art sind, nach außen hin vielleicht sehr stark ihre Monologe halten. Einfach auch, dass das Gegenüber, dass die Gruppe gegenüber denkt, Mensch, der hat aber wirklich ein tolles Wissen, der kennt sich aus, der weiß sozusagen Bescheid. Dann ist es auch so, wie ich finde, dieses Losgepolter, wenn jemand wirklich da aufs Gegenüber so einquatscht, dann gibt es keine Zeit für Kritik und auch keine Zeit für Nachfragen. Das ist so schwer, dann da rein zu grätschen sozusagen, also rein einzuhaken mal nach. Und dann, ja, dann kann man ja, glaube ich, aus Sicht des Narzissten auch gar nicht kritisiert werden. Dann muss das ja irgendwie auch richtig sein, wenn keine Kritik und keine Nachfragen kommen. Die Logik heraus, dass es vielleicht auch einfach deswegen nicht kommt, wenn man gar nicht rankommt, ja, das ist dann nicht so zu hinterfragen, aber ich glaube einfach, dass das irgendwie auch so ein Punkt ist. Das nächste ist, sie bedienen oftmals, wie ich finde, auch Themen, die das Gegenüber einfach reizen wollen und auch sollen. Es ist so, dass sie schon immer sehr klar herausfinden, was das Gegenüber vielleicht an Themen auch einfach nicht gerne mag. Und dass sie auch das, da sich vielleicht gerne beschäftigen, auch das Thema immer wieder gerne präsentieren. Sie merken, das Gegenüber ist dann gereizt, wenn es ihnen gesagt hat, du, ich möchte über das Thema nicht reden, dann fangen sie damit an, fangen einen Monolog an, reizen den anderen, merken Wut, Trauer, Enttäuschung. Das andere fährt irgendwie emotional hoch und das gibt ihnen wahrscheinlich wieder ihre narzisstische Zufuhr, die sie irgendwie auch brauchen. Ja, was passiert mitunter, wenn man ihnen dann, ja, wenn man sie mal kritisiert, also kritisiert, in dem Sinne, dass man vielleicht ein anderes Argument einfach hat. Muss ja nicht immer Kritik in dem Moment, aber einfach ein anderes Argument, eine andere Meinung hat. Etwas, ja, anders sieht als der Narzisst in seiner Ansicht, in seinem Monolog, den er davor gebracht hat. Als allererstes, 5 Punkte für euch zusammengestellt, ist, dass der Pfeil oftmals einfach umgedreht wird. Ja? Das heißt, es wird das Gegenüber in Frage gestellt und gesagt, ja, also ganz ehrlich, was hast denn du für Quellen? Ja, hast du da irgendeine belegbare Quelle? Das hast du bestimmt falsch gelesen, das war unseriös, wo du das gefunden hast. Und versucht da wirklich auch, ja, dem Gegenüber einfach diesen Pfeil überzuhelfen und zu sagen, hey, guck dich mal an, das kann einfach überhaupt gar nicht stimmen. Das ist oftmals auch sehr laut, auch leicht aggressiv manchmal. Dann wird man vielleicht auch schon ein bisschen, ja, dass der andere so ein bisschen zurückgedrängt werden irgendwie auch. Und wenn man jemanden hat, der sehr reflektiert ist, der denkt vielleicht dann auch erstmal sehr stark darüber nach, vielleicht auch viel mehr, als er das in dem Moment müsste, aber da komme ich gleich noch drauf. Das nächste ist halt eben die Entwertung, also das wirklich auf so eine persönliche Ebene dann irgendwie zu gehen. Das machen sie einfach auch sehr oft und ja, versuchen dann das Gegenüber darüber dann nochmal sozusagen mundtot zu machen. Dann das vierte ist, der Monolog wird noch verwirrender. Also das kann auch passieren, dass wenn dann irgendwas kommt, dass sie dann sich noch mehr verstricken in irgendwelche Tatsachen, ja, irgendwelche Sachen, die das Ganze noch viel verwirrender machen, als es vorher ohnehin schon gewesen ist. Und der fünfte Punkt und letzte Punkt, den ich oft schon gesehen habe, sind echt diese Killer-Phrasen, nenne ich es mal. Das heißt, das Gegenüber wird einfach mundtot gemacht. Was meine ich damit? Das sind so Sätze wie, darüber diskutiere ich jetzt nicht weiter, das ist für mich hiermit erledigt. Das sind so typische Sätze, müsst ihr mal darauf achten. Ich meine, was will man denn dazu sagen? Oftmals schweigen sie dann, gehen auch weg, gehen aus der Situation raus. Man kann gar nicht mehr, ja, sich unterhalten über ein Thema, man kann sich dann überhaupt nicht austauschen. Zack, die Sache ist erledigt. Das andere wird, Gegenüber wird sozusagen, ja, im Regen stehen gelassen, finde ich. Und das ist oftmals ein Weg, den Narzissten da einfach auch gehen. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Was könnt ihr eigentlich tun, wenn so ein, ich sag mal, narzisstischer Monolog aufkommt? Zum einen. Zum anderen aber auch, wenn ihr euch in einem Umfeld befindet, wo eben viele dieser Personen sind, die diese Monologe halten. Ja, was könnt ihr machen? Ich habe da wie immer ein paar Punkte für euch zusammengestellt. Es sind insgesamt 8 Punkte an diesem
diesem Teil und dann am Ende wie immer noch drei Fragen, die ihr euch auch selber stellen könnt. Als allererstes ist, hört genau zu. Ein total wichtiger Punkt. Es ist am Anfang vielleicht schwer, wenn ich mir vorstelle, man lernt jetzt jemanden kennen, er hat irgendwie ein Date, man ist verliebt. Bei Narzissten ist ja diese Verliebtheitsphase auch so extrem, das Gegenüber, ne? Die erzählen sie vielleicht auch extrem viel und man denkt, oh Mensch, der weiß so viel. Und ihr könnt das natürlich am Anfang auch gar nicht einschätzen, gerade wenn es Themen sind, die ihr auch nicht kennt, könnt ihr vielleicht Dinge auch schlecht einschätzen. Und natürlich glaubt man Dinge auch erstmal, ist ja auch total gut. Ich finde es auch schlimm, wenn man immer alles so kritisch hinterfragt und sieht am Anfang immer schon einen Fehler. Sieht. Nein, aber ihr müsst trotzdem zuhören und da auch die rosa Brille, so schwer es manchmal auch ist, nehmen und mal absetzen. Dinge auch mal zu hinterfragen, auch zuzuhören und dann auch als zweiten Punkt vertraut auf euch. Vertraut auf euch und eure Gedanken vielleicht auch in dem Moment, wenn ihr sagt, ja, irgendwie stimmt das nicht. Irgendwie habe ich das schon anders gelesen, anders gehört. Oder es ist auch irgendwie verwirrende Ansichten. Irgendwie sträubt sich da in mir etwas. Mitunter, wenn ihr mit vielen Narzissten zu tun habt, wenn ihr vielleicht im narzisstischen Elternhaus aufgewachsen seid, seid ihr extrem reflektierte Menschen. Ihr seid quasi darauf programmiert worden, ja, dass ihr eben nicht so viel reflektiert, dass ihr nicht viel in Frage stellt einfach auch und vor allem Narzissten nicht in Frage stellt. Aber da ist es ganz wichtig, dabei sich zu bleiben, an dem Punkt sich auch zu stärken, zu sagen, nein, ich gucke mir das an und ich bin da auch ganz richtig. Das ist ganz wichtig, dieser Punkt, dass man sich dessen auch bewusst wird. Dann ist der dritte Punkt, kann man auch machen, stellt im Nachhinein klar, wenn es euch einfach wichtig ist. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wisst ihr, sich mit Narzissten in solche Diskussionen zu begeben, weil sie drehen es einfach immer um und hin, je nachdem, wenn sie extrem narzisstisch sind, wie sie möchten. Es kann auch sein, dass wenn man sich auch auf Konfrontationskurs, sag ich mal, begibt, dass narzisstische Wut kommt. Ja, aber es gibt durchaus Punkte, weiß ich nicht, wenn ich mit einem narzisstischen Bekannten irgendwie ihm sage, ich habe etwas anderes gelesen und er einen da ins Lächerliche zieht und so darstellen möchte, dass man da keine Ahnung hat oder ähnliches, ja, dann macht es vielleicht durchaus Sinn, wenn man etwas gelesen hat, da im Nachhinein ihm das nochmal zu schicken oder ihm das auch zu sagen, du pass auf, das ist die Quelle und hier ist es. Seid gewahr, er findet sicherlich eine Ausrede, warum das dann nicht stimmen kann oder warum ihr falsch liegt und so weiter. Aber es ist vielleicht nochmal zur Klarstellung auch für euch in dem Moment wichtig. Und das Wichtigste ist auch da, was fühlt sich in dem Moment einfach für euch auch gut und richtig an. Und das Wichtige ist bei diesem Klarstellen, kommen wir zum vierten Punkt, es unemotional darzustellen. Narzissten mögen Emotionen, Wut, Trauer, Enttäuschung sind nur so drei, die sie für ihre Zufuhr brauchen. Man kann aber dem Narzissten auch sagen, du, ich habe das gelesen, so und so ist es oder ähnliches. Also wichtig ist, unemotional das Ganze zu machen, denn Emotionen sind, wie gesagt, so narzisstisches Futter, das ist das, was sie einfach brauchen. Und dann wird vielleicht sogar das Argument kommen, dass ihr kleinlich seid. So kleinlich, du hast es falsch verstanden. Also wieder der Fall zurück und in die Entwertung. Lasst euch da auch nicht verwirren. Das ist absolut nicht kleinlich. Wenn das für euch in dem Moment einfach wichtig ist, warum ist es dann irgendwie kleinlich? Das sind auch Sachen, dass ihr da einfach versucht, entspannt zu bleiben und auch ganz klar zu bleiben. Und da auch vielleicht im sechsten Punkt auch einen Stopp zu ziehen. Also wenn jemand euch wirklich da immer wieder in die Situation bringt, diese Monologe zu bringen, auch Grenzen zu setzen, ich muss jetzt gehen, ja, und dann auch zu gehen oder zu sagen, ich hole mir jetzt etwas zu essen oder bei der Mutter am Telefon zu sagen, du, ich habe jetzt noch einen anderen Termin und wir können das Gespräch gerne anderweitig fortsetzen, aber dann auch wirklich eine Grenze zu ziehen. Und da kommen wir eben auch zum siebten Punkt. Wägt ab, wie ihr eure Lebenszeit einfach verbringt. Denn es ist Lebenszeit. Es ist Zeit, die ihr damit verbringt, euch ja mal einen Monolog anzuhören von so jemandem, okay. Aber wenn ihr das irgendwie über Jahre, jeden Tag, jeden Abend, tagsüber macht, ja,
überlebt mal, wie viel Zeit ihr da mit verbringt und was es vielleicht auch in euch auslöst. Das ist ja auch die Sache, wenn man immer nur aufgeladen bekommt, immer nur Informationen oder auch komische Sachen, sehr aggressiv vielleicht auch noch, das hat einen Einfluss auf euch. Und das hat wahrscheinlich auch nicht wirklich den glücklich machendsten Einfluss, sondern das ist, glaube ich, extrem anstrengend einfach auch. Und es ist dann auch immer die Frage, was bringt es euch für euer Leben? Ich habe euch schon mal gesagt, irgendwie, dass man immer auch gucken muss, das Leben ist keine komplette Bilanz und haben soll und haben, ja. Trotzdem muss man irgendwie gucken, dass auch einfach beide Seiten, ausgeglichen, sage ich mal, irgendwie, wenn man in einer Beziehung zum Beispiel ist, ausgeglichene Anteile auch haben. Denn, und das ist es eben auch, inwieweit geht man in eine Interaktion mit dem anderen, inwieweit möchte man auch wirklich mit dem anderen irgendwie agieren, mit dem anderen auch zu hören, auf ihn einzugehen, was möchte der andere eigentlich auch, wie fühlt er sich, was ist seine Meinung und sich da auch selbst zu hinterfragen. Mein Tipp ist immer, auch wenn man auf neue Leute trifft, ja, es kann egal sein, wo. Das könnt ihr machen, wenn ihr, datet, sag mal, trefft euer erstes Mal euer Online-Date, ja. Ihr trefft irgendwelche neuen Bekannten erstmal auf irgendeinem Seminar oder so, ja. Das sind so Alltagsbeispiele. Ich finde, da kann man immer schon auch relativ leicht irgendwie erkennen, ob derjenige wirklich ein Mensch ist, der einen Dialog führen will oder ob es wirklich jemand ist, der nur einen Monolog führt. Und wenn jemand, klar, sag mal, ein Date, derjenige ist aufgeregt und der erzählt dann ganz viel über sich, kann ja mal passieren, okay. Aber wenn das jetzt, guckt euch das einfach über einen Zeitraum an und guckt es euch auch einfach kritisch an und sagt dann auch mal, bewertet es für euch. Und fragt euch wirklich, kommen da Fragen? Und kommen da auch nicht Fragen, wie geht's dir, ach, wie schön und weiter geht's? Sondern kommen da wirklich auch Fragen, die, die weitergehend irgendwie sind, die wirklich Interesse auch nicht nur vorspielen, sondern wirklich das Interesse am Gegenüber irgendwie auch zeigen. Das ist eine Sache, wo man, glaube ich, schon seine Antennen mal ein bisschen aufstellen kann und ein bisschen drauf achtet, um sich dann einfach mit den Menschen eng zu umgeben. Ja, wisst ihr, manchmal kann man es im Leben auch nicht ausschließen, mit solchen Leuten dann zu tun zu haben, die diese Monologe führen. Aber eurem engen Leben, dass ihr da diese Menschen habt, die wirklich auch mit euch in einen Dialog treten und die auch auf euch achten. Am Ende habe ich drei Fragen für euch, für dich, die man sich stellen kann. Das erste ist die Frage, ja, hast du eventuell viele solcher Menschen in deinem Umfeld? Und die Frage auch, wo bleibst du dabei? Das zweite ist, fragt dein Gegenüber eigentlich auch mal nach, in deinem Umfeld, fragen deine Freunde auch mal wirklich nach. Und das dritte ist, wie reagiert das Gegenüber, was du vielleicht in dem Moment jetzt im Kopf hast, auf eine andere Meinung, auf deine Meinung vielleicht auch, auf Kritik? Wie sieht es da aus? Wie ist da der Dialog? Gibt es Dialoge über Themen oder eben nicht? Ja, meine Lieben, das war mein Video zum Thema Narzissten, verwirrende Monologe, so anstrengend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked es, teilt es, sendet es an jemanden, wo ihr denkt, hey, das könnte denjenigen interessieren oder auch vielleicht weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Narzissmus, ungesunde Beziehung, könnt ihr mich natürlich anrufen. Ihr könnt euren ganz persönlichen Termin buchen. Geht einfach auf meinen Blog www.narzissmus-verstehen.de. Da geht es ganz unkompliziert, mit wenigen Klicks quasi. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht es gut, bis dahin. Ciao!